Wir haben die Verlogenheit der etablierten Parteien CDU, Grüne, SPD und FDP in Sachen Wohnungsbau und Mieten satt. Im Wahlkampf versprechen sie bezahlbare Wohnungen. Aber es sind dieselben Parteien, die in Frankfurt in unterschiedlichen Kombinationen regieren und seit den 1990er Jahren etwa 45.000 Sozialwohnungen beseitigt haben. Noch immer fallen heute mehr Wohnungen aus der Sozialbindung, als neue gebaut werden. Auch SPD, grüne Stadtregierungen haben ohne zu zögern seit Jahrzehnten die Umwandlung von preiswerten Mietwohnungen in hochpreisige Wohnungen, in Luxus- und Eigentumswohnungen genehmigt und so Menschen aus Frankfurt verdrängt. Die bebaubare städtische Fläche Frankfurts ist begrenzt. Das Interesse des Kapitals an Hochhäusern jedoch ist unbegrenzt und der Stadt fehlt das Rückgrat, diesem Verwertungsdruck standzuhalten. So fressen sich Neubauprojekte in die letzten Grünzonen und die Spekulation des Immobilienkapitals treibt die Mieten weiter nach oben. Dieser Prozess muss aufgehalten werden, um Lebensqualität zu retten und zu verbessern. Wir wollen zum Beispiel in den nächsten 10 Jahren alle Bauflächen für den sozialen Wohnungsbau mit 5 € pro Quadratmeter Miete freihalten. Es muss ein Ende haben, dass die Armen und Geringverdienenden aus Frankfurt vertrieben werden. Eine sozial-ökologische Stadtplanung muss mit allen Mitteln für ein soziales Wohnungsbauprogramm sorgen. Frankfurt braucht im gesamten Stadtgebiet Bebauungspläne, auch in der City, die entsprechende restriktiv lenkende Vorgaben enthalten und mehr flächendeckende Milieuschutzsatzungen sowie entsprechende Änderungen der Bauleitlinien. Alle Bauplanungen müssen berücksichtigen, dass das Bevölkerungswachstum nach der Prognose des Hamburger GEWOS-Institutes etwa 2/3 niedriger als erwartet ausfallen können. 2030 könnte es in Frankfurt nur 782.000 Einwohnerinnen geben, statt der behaupteten 850.000. Der kapitalistische Wohnungsmarkt braucht in Frankfurt eine rigorose sozial-ökologische Regulierung, da er auf kommunaler Ebene ja nicht abgeschafft werden kann.